Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der Nordfriesischen Marsch Vierfach. Und ich habe eine kleine Premiere. Und zwar müssen wir hier in die Anhänger gehen. Dann gehen wir hier ein bisschen nach hinten zu diesem Strautmann Aperion. Den habe ich ein klein bisschen umgebaut. Und zwar einmal mit diesen Verteilwalzen mit 52 Kubik, mit 100 Kubik. Da ist dann auch das Gewicht ausgeschaltet. Kostet aber halt auch 50.000 Euro extra. Dann ohne die Verteilerwalzen, auch mit 52 Kubik und mit 100 und auch Gewicht ausgeschalten, sowie kostet das uns auch 50.000 extra. Dann habe ich die Farbwahl hinzugefügt. Also wir können auch sagen, wir hätten ihn gern in Pink. Okay, warum jetzt hier einige Farben kosten und andere wieder nicht? Da muss ich noch mal. Okay, ich glaube, ich weiß warum. Ja, okay, ich weiß warum. Dann hat er hier natürlich auch noch hier schön die Detailfarbe, Designfarbe bekommen. Ich weiß es gerade gar nicht, ob das wirklich so stimmt, aber wäre egal. Und natürlich eine Felgenfarbe. Habe ich hier auch noch mir ein Chrom in Weinrot rausgesucht. Können wir natürlich schön in Schwarz, Pink. Den habe ich so ein bisschen umgebaut. Die drei Sachen. Natürlich ist auch, da habe ich den Grundpreis ein bisschen erhöht. Finde ich irgendwie cooler. Sonst habe ich bisher aktuell noch nichts an dem verändert. Aber es wird definitiv, wird dann noch ein bisschen was anderes verändert. An dem Kleinen. Ist aber in Planung. Und den wird es dann auch zum Download geben. Aber wann kann ich noch nicht sagen. Ich werde ihn auf jeden Fall auch bei Giants einreichen, dass er in Mod Hub kommt. Genau, dann wäre das so mein allererster umgeschriebener Anhänger, sage ich jetzt mal. Hat mich ein bisschen Nerven gekostet, wenn man sich nicht damit auskennt. Ja. Aber ich muss sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das kann man definitiv festhalten. Ja, jetzt sieht man schön, wie der kleine Fendt hier uns die Silage wegfährt. Der Kollege darf hier ein bisschen arbeiten. Ich weiß noch nicht, vielleicht nehme ich mir irgendwann mal noch diese Walzen vor. Beide, dass ich beide noch als Mod mache. Natürlich schön auch mit Farbwahl, ist ja ganz klar, ne? Und dann ein bisschen schnellere Arbeitsgeschwindigkeit. So 20 km/h, denke ich, wäre okay. Weil wir hier auf der Marsch halt schon große Felder haben, ne? Wenn wir die großen Felder auf dem Marsch haben, denke ich, dass man das schon so machen kann. So, haben wir hier schön Curseplay. Was ist denn hier los? Keine Verträge aktiv. 59 Ernten, na, das ist das große unten. Könnte man sich eventuell überlegen, dass wir das noch machen? Das habe ich ja gar nicht geschaut gehabt nach neuen Mods. Ah, egal. Hier immer wieder mal ein bisschen nach dem Preis schauen. Ich denke mal, wenn der 1000 erreicht, dann wäre es gut zu verkaufen. Der arbeitet hier wunderschön. Wenn der hier fertig ist mit Walzen,
Können wir da hinten den Waltra losschicken? Ja, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, warum mache ich endlich mal wieder was, ne? Berechtigte Frage. Das kommt noch. Es ist jetzt hier alles erstmal noch im Aufbau. Eben hier baggern können wir dann mal noch. Aber da brauchen wir eben erstmal. Ein schönes. Oder ein Traktor, wo dann frei wird. Weil wir haben ja immer noch einen Kredit, wo wir abbezahlen dürfen. Aber ich finde, auf der Marsch kann man eh nie genug Traktoren und Co. haben. Jetzt bringen wir gerade noch den Raps in den Boden. Das ist wichtig. Ja, guck doch mal an, wie alt die Fahrzeuge sind, ne? 70 Monate ist der hier alt. 58 Monate insgesamt, der Fendt, das war, glaube ich, das erste Fahrzeug, wo wir gekauft hatten. 58 Monate. Das ist ein Wort. Ah, jetzt gibt es erstmal wieder ein bisschen Geld. Fährt uns der kleine Fendt das Geld ein? Ja, jetzt haben wir ja schon fast das Geld zusammen, um uns den Aperion zu kaufen. Beziehungsweise ich werde da eh erstmal noch ein bisschen warten mit dem Kaufen. Ich weiß nicht, soll ich hier schon anfangen und das hier ein bisschen auf den Rand kippen? Dass ich das dann später auflade? Mit dem Radlader? Ich weiß es nicht. Naja, dann machen wir erstmal hier ein bisschen weiter. Machen wir erstmal hier ein bisschen weiter. In der Zwischenzeit. Haben wir hier drüben ja noch genug, wo wir ein bisschen wegkratzen können, müssen, dürfen. Schau mal, das klappt da schon wunderbar. Ja, da will er jetzt nicht. Da wollte er jetzt nicht weiter kratzen. Aber ja, so ist das halt, ne? Wir müssen ein klein bisschen wieder ranfahren. Ich denke mal, wenn wir jetzt von der Seite nachher kommen, dann haben wir schneller weg, wie wir A sagen können. Oh, ja, Schaufel ist voll. Wundere mich, warum nimmt da nichts mehr auf? Ja, hier können wir dann auch wieder sehr gemütlich baggern. Dann, wenn wir mal Winter haben, gerade in Luft, können wir hier wieder schön gemütlich baggern. So, und schauen wir erstmal, dass wir hier oben das sauber bekommen. Ja, und schon haben wir sauber. Schaufel. Aber ich glaube, hier für den Steinbruch hier hinten, ich glaube, da wäre einfach so ein Förderband nicht schlecht, ne, mit Autoload. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen freigekratzt. Ja, die blöde Stelle haben wir jetzt eigentlich. Der Rest dürfte eigentlich jetzt hier nicht so das große Thema sein. Das habe ich mal getestet. Auf dem
privaten Spielstand. Das müsste eigentlich so gehen. Aber ich leere jetzt hier die Schaufel aus. Das war jetzt erstmal wieder genug hier mit dem Hin- und Hergefahre. Okay, der ist jetzt im Vorgewende. Das ist ja tipptopp. Also hier kriegen wir doch schon einiges zusammen. Ja gut, die Walze, die dauert halt ewig, ne? Ewig und 3 Tage. Wir haben ja nur die Sämaschine aktuell geliehen. Sind wir schon 1,2 Stunden am Ansäen. Aber haben ja fast schon das zweite Feld angesät. Oder ich glaube, ich werde einfach jetzt auch dieses Mal werde ich den oh, sagt's mir, den Winter komplett überspringen, Herbst, Winter, Winter, Frühling und immer nur mal ein bisschen nach den Tieren gucken. Wie gesagt, ich würde gerne dann auf diesen Stall upgraden. Ja, diesen Stall. Also 1 zu 1 der gleiche Stall, nur dass halt dieser Stall die dreifache Menge an Kühe beherbergen kann. Ne? Und natürlich ein bisschen weniger kostet, das ist jetzt ja klar. Ja, irgendwie hätte ich auch wirklich Bock, hier Bienen zu machen. Da bin ich halt schon wieder zu nah am Feld, ne? Oh, ist das nervig. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das hier hinbaue. Wie groß das dann im Endeffekt wird. Ne? Na, das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd. Haben wir die natürlich jetzt auch schon drauf. Hier so einen relativ großen Bereich, wo 24 Paletten spawnen können. Oh, unendlich viel Deko-Zeug. Wir werden einfach sehen, was die Zeit so bringt. Hey, der ist schon wieder hier. Uiuiui. Ja, der Kollege, der arbeitet sich ja auch an Wolf. Aber der weiß ganz genau, was ihm blüht, ne? Wenn er hier fertig ist, darf er rüber auf die 7. Aber so ist das halt eben, ne? Und wenn der hier fertig ist, keine Ahnung, was der da machen darf. Ich weiß jetzt echt noch nicht, was ich da mit dem mache. Ich weiß echt nicht, wie ich das jetzt. Ah. Mann, 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 jetzt ist gerade ein bisschen doof. Ich habe so viele Gedanken im Kopf, was man machen können, aber ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Wenn ich jetzt richtig bin, da ist ja dieser eine Grubber ja im. Ja, der ist drin. Aber auch mal 500 PS, wir haben 415. Ob der den zieht, ist natürlich die zweite Frage, ne? Oder wir kaufen uns. Ist der bei Grubber drin? Nein, natürlich nicht. Der ist dann bei Pflüge, müsste er drin sein. Ja. Oder wir kaufen uns den hier. Dafür haben wir locker die Leistung. 12 Meter und das ist halt auch ein Pflug. Ne?
Das ist dann halt auch ein Pflug, mit dem man zumindest die Gruppermission machen kann. Also das wurde schon mal getestet. Ich denke einfach, dass ich dann mal das testen werde bei den Flugmissionen. Weil die sind halt schon extrem lukrativ, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Hier, Feld 15. Das ist wahrscheinlich gerade ein Riesenfeld, oder? Ah, das ist doch relativ groß. Moment. Schnell ein neues Feld raussuchen. 23. Hier, 34. 34 müsste das hier sein. Das ist nicht so groß, das Feld. Aber du bekommst einfach 15.000, ne? Aber gut, meine Freunde. Das war es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.